Wo ist die Sicherheitsnadel? Hier. Gut, benutzt sie. Ah! Die sind überall! Das hier? Oh nein! Eine Glasflasche! Zuerst mal ein paar Mentos in die Cola. Das kann man auch mit Gewalt lösen. Alter, wie hart sind diese Drecksdinger? Die Menschen, die Glas. Das ist sehr richtig. Nee, aber die Mentos sind komplett zerbrochen. Das ist jetzt Samantha, okay? Ist okay, Samantha, lass unten. Oh, Samantha. Samantha, lass die Colaflasche oben. Samantha, bist du verblödet oder bist du verblödet? Du musst da reingehen, ob du willst oder nicht. Das hat so gut geknallt. Basti, die Sonne geht gleich auf. Echt? Ja, wir haben 4.19 Uhr. Bitte schlag die Glasflasche kaputt, bitte. Das habe ich noch vor. Okay. Tristan? Tristan, was hast du da gerade für eine komische. Was hast du für eine komische Seite geöffnet? Tristan. Ich kann euch gerne streamen. Ja, mach. Nein, danke. Ich muss ja meine Pullerflasche Cemento operieren. Operieren. Mentos-Spreizung in vollem Gange. Mentos gespreizt und geöffnet. Immer. Das hat aber funktioniert! Warum tust du da keine Cola rein? Dann wär's witziger. Das kommt noch. Das wird auch einmal gespreizt. Du bist aber ganz klebrig. So, jetzt kommt die lang gewartete Cola-Flasche. Kohlensäure ist noch drin. So, wenn ich jetzt nicht ganz behindert bin, nicht lachen. Mach, mach. Hör auf zu lachen. Was, die schütteln mal? Das soll ich jetzt schütteln. Ja, bitte. Okay. Okay, Sie sehen hier. Was, die hast du einen Mensa-Druck drauf. Soll ich's mal trinken? Ja. Also, da sind Metallkugeln drin. Und Mentos. Und nimm zwei. Ist doch gesund. Ja. Bisschen Eisen kann keinem schaden. Na, einmal nochmal kurz durchrühren. Ich kann da noch Tinte reinmachen. Nein, du willst das trinken. Ja. Wenn du Tinte reinmachst, dann schlag ich dich. Okay, Tristan, was kriege ich dafür, wenn ich daraus trinke? Mach mal einen Tornado. Was, wenn du daraus trinkst, helfe ich dir bei deinem Umbau. Machst du das sowieso. Ich kann euch noch hier so einen Stift anbieten. Das war dein Nein! Glück. Da ist irgendwas reingefallen, ich weiß nicht was! Ey, scheiße, da sind jetzt überall kleine Sachen drin. Okay, ich trinke einen Schluck. Ich will nicht sagen, dass es scheiße schmeckt, aber es schmeckt, also es fängt erst an mit Cola, ein bisschen. Dann kommt Eistee Zitrone durch, aber nur ganz kurz. Und dann bekommst du den intensivsten Geschmack von Harry, von Mentos. Und Harry Mentos. Und dann schmeckt es richtig scheiße. Ich würde es nochmal probieren. Oh mein Gott, Alter. Und? Also ich will es jetzt nicht weiter trinken, weil ich glaube, das ist ungesund. Aber was anderes hinzufügen. Wo sind die Eiswürfel? Okay. Die Patrone ist leer. Aber wisst ihr, was meine Geheimzutat ist? Ich kann das hier reinfüllen. Ey, das finde ich wieder gut. Ey, du, ich sehe es schon, du stößt aber echt gegen und deine Maus ist RIP. Stimmt. Ich habe hier so ein paar schöne, süße Paketchen. Wie viele hast du davon? Die nur darauf warten, geöffnet zu werden. Digga, das knistert! So, passt dieser Deckel. Was nicht passt, wir passend gemacht. Ey, wenn die Flasche jetzt kaputt geht, habe ich ein richtiges Problem. Hol es ab, besser wird's, glaube ich, nicht mehr. Jo, dieser Boden. Hey, Junge. Ah, das ist ein M2. Da unten schwimmt so eine Oberfläche, also das ist so eine dickflüssige Schicht an Tinte. Ey, unfassbar. Das knistert die ganze Zeit. Ich kann reinpusten. Halt das mal bitte an dein Mikrofon. Hey, wenn ich sterbe, bin ich einen ehrenvollen Tod gestorben. Trink mal.
Ey, Digga, ich hab vergessen, dass du spritzt! Ey, ganz legit! Ich muss mal ganz schnell weg! Ey, ich hab für eine Sekunde die Augen zugemacht! Für eine Sekunde! Eine Sekunde und in dem Moment passiert das! Ja, also ich identifiziere mich jetzt als Papa Schlumpf. Mein ganzes Gesicht ist blau. Alles ist nass, okay? Meine ganzen Stifte, mein Hammer, mein Portfolio, meine Bildschirme, meine Tastatur. Alles ist nass, okay? Nein, die Sexbücher sind das! Das hat anders widerlich geschmeckt. Okay. Solange jetzt noch mein Mikrofon und alles andere funktioniert. Okay, ich muss das jetzt abfüllen. Okay, mach das mal. Sind die Teile überhaupt wasserdicht? Nein. Scheiße. Das sieht nicht gerade gesund aus. Sieht aus wie eine leckere Capri-Sonne. Dreh mal um. Jetzt sieht nicht mehr eine Capri-Sonne aus. Auf zu schütteln. Guck mal, mein ganzer Tisch ist jetzt schön blau. Ja, Junge, wir machen sowieso dein Setup neu. Und um das nicht zu verpassen, abonniert jetzt diesen Kanal.